Okay, passt. Also willkommen zu den Lightning Talks. Da geht es darum, innerhalb von 5 Minuten über irgendein Thema zu reden, das halt für denjenigen interessant ist. So wie es aussieht, werde ich den Beginn machen. Fange daher gleich einmal an mit Introducing the Humble Indie Bundle. Wer kennt das schon? Wer kennt das nicht? Okay, und wer hat Angst? Passt, okay. Hat jeder aufgezeigt. Also das ist das Logo. Kurz zum Slogan, der dahinter steht. Es ist Pay What You Want, DRM-Free, Cross-Platform helps Charity. Was das bedeutet ist, mache ich vielleicht einen kurzen Rückblick in die Geschichte. Das Ganze hat so um 2011 herum angefangen, wo diese Organisation namens Humble Indie Bundle hergegangen ist und gesagt hat, sie nehmen von verschiedenen Spieleherstellern, meistens so Independent Game Studios oder einzelne Leute, die halt Spiele gebaut haben, packen das Ganze in ein Bundle, lassen den ganzen Kopierschutz, DRM und den ganzen Graffel weg, den kein Mensch braucht, machen das Ganze Cross-Plattform, also sprich, die Spiele laufen auf Windows, Mac, Linux. Meistens kriegt man auch die Steam-Keys dazu. Den Preis kannst du selbst bestimmen. Das ist der große Punkt davon. Und als Bonus, um jetzt den Leuten vorzubeugen, die sonst nur einen Cent bezahlen, ist es meistens so, dass wenn du mehr als den Durchschnitt bezahlst, dass dann halt ein oder zwei Spiele extra dabei sind. Und diese Bundles, wenn sie rauskommen, sind sie meistens nur für 2 Wochen befristet, was auch noch ein bisschen einen Druck erzeugen soll. Es hat dann 2011 auch das erste Android-Bundle gegeben, gleiche Konditionen, nur dass zusätzlich diese Spiele auch auf Android-Tablets oder ähnlichen Dingen laufen. Gerade aktuell das Android-Bundle 9, wer es noch nicht kennt. 2012 ist das Ganze weitergegangen, alle x Monate, also meistens einen Monat, meistens 2 Monate, manchmal auch 3 Monate. Es gibt nicht wirklich einen fixen Terminplan dahinter. Ist einmal ein neues Bundle rausgekommen. Bei den normalen sind wir jetzt, glaube ich, auch schon bei Bundle Nummer 11 und bei Android inzwischen bei 9. Sie haben dann auch Experimente gemacht, also zum Beispiel ein Humble Music Bundle, wo sie halt verschiedene Komponisten halt zusammengepackt haben zu einem selbstbestimmbaren Preis. Das gleiche für E-Books, wo dann auch zum Beispiel Autoren wie Cory Doctorow, was das wer kennt, immer wieder auftaucht. Später haben sie dann auch mit sogenannten Weekly Sales begonnen, da sind aber meistens dann nur Windows-Only-Spiele dabei und für mein Gefühl auch meistens nur Ego-Shooter oder irgend sowas in der Art. Und später haben sie dann auch angefangen, einen eigenen Store aufzubauen, wo man auch einzelne Spiele sich besorgen kann. Wie funktioniert das jetzt? Portieren die Leute das auf Linux oder wie machen die das? Also teilweise ja. Also Humble Indie Bundle hat ein paar Entwickler, die eben für Portierungen zuständig ist. Teilweise machen sie es per Wein, wenn das immer Windows-Spiel ist und sie kriegen es nicht hin, dass sie das nativ portieren. Gibt es auch hin und wieder Spiele, die sie dann über Wein geschafft haben zu portieren. Manche Spiele laufen sowieso auf einer Plattform, zum Beispiel Unity, die ja von sich aus bekannt ist, dass es eben auch Cross-Plattform ist und daher der Portierungsaufwand gegen Null geht. Manche Spiele gibt es auch in C-Sharp, die dann mit Mono ausgeführt werden können, die laufen sogar ziemlich gut. Manchmal sind auch Java-Spiele dabei oder Flash-Spiele, wo auch der Portierungsaufwand relativ gegen Null geht. Mein Fazit soweit, ich habe erst mit Indie Bundle 4 angefangen und bin seit dem allerdings quasi Stammkunde. Ich lasse wirklich nur Bundles aus, wenn ich bei dem Vorschau, wenn dann mich wirklich nichts anspricht oder das nichts für mich ist, kommt hin und wieder vor. Sonst schlage ich eigentlich immer zu. Das Fazit ist, es gibt manchmal echt gute Spiele dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass nur weil es jetzt keine großen Spielestudios sind, dass das alles nur Müll ist. Manchmal ist Müll dabei oder das ist halt immer ein subjektives Empfinden, was man halt gerne für Spiele hat oder nicht. Jedenfalls, für mich war es so, dass da durchaus immer wieder was dabei war, das ich mir einzeln nie gekauft hätte. Und hin und wieder gibt es auch Probleme. Also meistens bei den nativ portierten Spielen ist es oft so, oder nicht oft, aber manchmal so, dass dann halt eins einfach nicht geht oder einfach mittendrin abschmiert. Manche davon leider immer noch ohne Lösung, aber in Summe, muss ich sagen, bin ich trotzdem zufrieden und der Durchschnitt passt, also für mein Empfinden. Und damit bin ich auch schon am Ende. Gibt's Fragen?
Okay, also fürs Mikrofon noch einmal. Das erste Humble Bundle ist schon Mai 2010 rausgekommen. Okay, nachdem ich da noch nicht dabei war, weiß ich das jetzt nicht. Aber ist okay. Okay, danke auf jeden Fall. Sonst noch ein Kommentar oder Frage? Gut, dann, also Alex. Man kann es in dem Zeitraum kaufen. Also runterladen kannst du das immer, weil sobald du einmal den geheimen URL quasi bekommen hast, kannst du es dir immer jederzeit downloaden oder auf Steam freischalten lassen, was dir immer auch lieber ist. Aber der Kaufdeal gilt nur 2 Wochen und ab dann ist es zu. Ja? Gute Frage. Also für mich als Heavy Metal Produzierer, das letzte geile Spiel war da sicher das Brutal Legend, das auch crashfrei gelaufen ist. Es ist unterschiedlich, also es gibt dann immer wieder so einzelne Spiele, die mir dann doch voll getaugt haben, obwohl ich dann nicht so der Typ bin. Also Beispiel, das ist schon länger her, das Avatar Black Fortress, bin eigentlich nicht so der Rollenspielspieler, habe es mir dann aber doch angeschaut und habe mich dann doch auch gefesselt irgendwie. Aber wie gesagt, das sind persönliche Vorlieben. Meistens ist es auch so, dass du ein kurzes Vorstellungsvideo hast, wenn ein neues Bundle raufkommt, da kannst du selber kurz schauen, wie es grob ausschaut. Und entweder spricht es dich an oder nicht. Also das aber das Video ist auch nicht immer repräsentativ für das Spiel. Also es gibt Sachen, die gut ausschauen, aber dann doch nicht so cool sind. Aber es ist halt wieder, wie gesagt, persönliches Empfinden oder persönliche Vorlieben. Okay, dann gehe ich gleich weiter zum nächsten Vortrag. Ich habe nämlich gleich 2 eingereicht. Ups. So. Nennt sich Micromanager. Problemstellung war bei uns in der Firma, wir haben immer wiederkehrende Prozesse. Also in unserem Beispiel waren das jetzt von der Software, die wir entwickeln, der Code-Freeze-Prozess oder Auslieferungsprozesse, die teilweise manuelle Schritte enthalten. Ist leider nicht so, dass man von Jenkins nur auf einen Knopf drücken braucht und dann braucht man sich um nichts mehr kümmern. Sind leider doch ein paar manuelle Schritte immer noch dabei. Dann natürlich, wenn man so einen Prozess hat, wie dokumentiert man das? Wir haben es dann zwar teilweise in Confluence probiert, was unser Tool of Choice ist, was so ähnlich wie Wiki ist, kann man sich vorstellen, aber hat auch so seine Tücken, vor allem was es auf Aktualisieren betrifft. Dann war auch eine Problemstellung, dass wir vor ein paar Monaten einen neuen Kollegen bekommen haben, der diese Aufgaben übernehmen hätte sollen oder auch übernommen hat. Und da natürlich auch die Einschulung wichtig war, dass der schnell auf den Zug aufspringt. Und was mir selbst auch passiert ist, obwohl ich diese Prozesse definiert habe, dass wenn ich sie selber ausführe, auch immer wieder was vergessen habe. Kommt manchmal vor, ist halt so bei komplexen Prozessen. Deswegen die Idee, dass ich den Prozess irgendwie versuche als Graph zu definieren und eine Anzeige habe, die so ist, dass mir immer nur das angezeigt wird, was ich gerade mache oder was ich unmittelbar als nächstes tun kann. Und alles, was erst irgendwann ist, ich gar nicht erst sehe. Und dass in Summe mir im Prinzip alle diese Tasks aufbereitet werden und ich sie alle wirklich durchgehen muss, um ans Ende zu kommen. Wie ich gesagt habe, also er zeigt mir dann halt Tasks an, die ich beginnen kann, die kann ich dann nehmen oder möchte ich nehmen können und wenn ich einen Task beende, dann will ich nichts mehr davon wissen, dann soll er einfach aus meiner View verschwinden. Und was jetzt momentan gerade ein bisschen aktuell ist, ich möchte auch irgendwie statistische Rohdaten haben oder Rohdaten haben, aus denen ich dann irgendwelche Auswertungen fahren kann, also zum Beispiel, wie lange hat der gesamte Prozess gedauert, wie lange haben einzelne Tasks von diesem Prozess gedauert, gibt es Überschneidungen, welche Dinge sind parallel und so weiter. Die Lösung, der Karl wird jetzt sagen, Workmode. Aber das Ding, was ich da zu schreiben begonnen habe, war halt bevor ich Workmode gekannt habe. Daher ist heute ein eigenes Projekt entstanden, nennt sich Micromanager, ist auf SourceForge zu finden. Das J steht für Java, weil das halt in Java geschrieben ist.
Frontend ist zurzeit sehr beschränkt, gibt es jetzt nur als Kommandozeile, ganz simpel, auch direkt im Eclipse ausführbar, da zeige ich nachher dann gleich eine Demo. Auch deswegen, weil viele von diesen Schritten, von denen ich vorher geredet habe, auch im Eclipse dann gemacht werden. Deswegen hat man das auch da gleich im gleichen Fenster. Und als Demo möchte ich jetzt auch so eine primitive Einkaufsliste vorstellen. Habe da was vorbereitet. Genau, also ich mache das einmal groß. Im Prinzip, angenommen, ich habe jetzt einen Workflow definiert und ich möchte jetzt einkaufen gehen. Der erste Task, den ich nehmen kann, ja, habe ich eine Münze für den Einkaufswagen, weil sonst ärgere mich dort dann. Also kann ich dann bestätigen und sage, passt, habe ich. Dann weiß ich zum Beispiel, dort wo ich hingehe, da funktioniert die Bankomatkasse nie, also muss ich vorher Geld abheben gehen. Also passt, habe ich auch erledigt. Dann Obst und Gemüse. Jetzt bin ich dann schon zum Beispiel im Laden und Feinkost möchte ich auch vorbei. Die beiden Tasks kann ich jetzt zum Beispiel parallel aufmachen. Und dann sage ich, okay, jetzt bin ich mit der Feinkost fertig, jetzt bin ich mit Obst und Gemüse fertig, jetzt kommen wir zum Kühlschrank, weil das möchte ich erst am Ende kaufen, weil sonst wird es warm. Und ganz zum Schluss die Tiefkühlwaren, die möchte ich als allerletztes kaufen, weil sonst schmilzt mir das alles unterwegs, wenn ich dann erst noch eine Viertelstunde im Geschäft herumrenne. Und dann kann ich zur Kasse gehen und ich bin fertig. Ganz primitives Beispiel. Okay, also was für Features hat das Ding? Wenn es um die Beschreibung von dem Prozess geht, das ist ein XML-File, einfach weil es irgendwie aus meiner Sicht am naheliegendsten war. Man kann es parametrisieren, was ich jetzt zwar nicht hergezeigt habe, aber du kannst Variablen definieren, die dann einfach im Beschreibungstext, den du gesehen hast, einsetzen kannst. Also Beispiel, du machst einen kleinen Einkauf oder einen großen Einkauf und beim kleinen Einkauf kaufst du nur 3 Liter Milch und beim großen kaufst du 5 Liter Milch zum Beispiel, dass dann der 3er und der 5er halt eingesetzt werden kann. Man kann am Schluss sich ein Dot-File rausgenerieren lassen, das passiert jetzt auch automatisch, wo dann eben der Graph man sich anschauen kann, wie jetzt der Prozess ausschaut, und ein CSV-File, wo dann genau mitgelockt ist, wann hat jeder Task begonnen, wann hat er aufgehört, falls man das irgendwie auswerten möchte. Parametrisierbarkeit, wie schon angewendet haben, man kann Variablen definieren, man kann sie im Prozess vordefinieren oder auch fragen lassen, dass man sie ja eingeben muss. Also bei unserem Code-Freeze-Prozess zum Beispiel die Versionsnummer, die gebe ich ein und dann wird die halt überall bei den SVN und sonstigen Commandos eingesetzt. Man kann verschiedene Presets machen, also in unserem Fall, wenn ich Release 4 und Release 5 habe, ist zwar eigentlich der gleiche Prozess, aber doch mit einigen Unterschieden, was sich im SVN und in den Versionsnummern halt abspielt. Man kann auch über solche Variablen, die man eingibt, dann automatisch Tasks überspringen lassen. Ist jetzt eher ein Spezialfeature, auf das ich jetzt nicht näher eingehe. Und so würde zum Beispiel ein größerer Prozess bei uns jetzt ausschauen. Geht schon ganz deutlich her. Und wenn man jetzt diese CSV-Daten hernimmt und zum Beispiel im Gnumeric importiert, kann man sich dann auch so etwas wie einen Gantt-Chart rausgenerieren lassen, um dann zu sehen, okay, wo sind jetzt die langläufigen Tasks? Bei dem zum Beispiel ist es okay, weil da parallel eh was anderes passiert ist. Und da könnte man dann fragen, was ist da passiert, warum dauert das so lange? Kann man da vielleicht was optimieren, um die Gesamtdurchlaufzeit zu verkleinern? Danke. Vielleicht eines habe ich unterschlagen, das wäre jetzt der Prozess von dem Einkaufswagen. Also ein einfacherer Graph. Okay.